Hallo Leute, hier Max Gotzler von Flowgrade und heute zeige ich euch nochmal, wie ihr das Kollagenprotein zu euch nehmen könnt. Da die Frage recht häufig kommt, zum einen, also ich nehme es auch gerne mit meinem Morgenkaffee auf, es ist sitzstabil, also man kann es einen Löffel zum Beispiel in einen Bulletproof Coffee mischen. Ist sehr gut löslich, geschmacksneutral, dadurch schmeckt der Kaffee euch danach auch noch. Ich tue es auch noch gerne über diverse Mahlzeiten, zum Beispiel habe ich hier einen Bohneneintopf mit Kartoffeln. Das ist meine erste Mahlzeit jetzt am Tag. Ich faste heute intermittierend. Und damit ich auch noch ein bisschen Protein aufnehme, da das jetzt nicht unbedingt proteinreich ist, gebe ich noch einen Löffel gut lösliches Flowgrade Kollagen dazu. Kollagen war früher zum Beispiel in der Knochenbrühe der Oma oder in diversen anderen Gerichten, in Rinderbrühe, in irgendwas, wo man Knochen ausgekocht hat. Und heutzutage ist es aber schwer zu finden. Es erlebt ja auch gerade so ein bisschen einen Boom in der Kosmetikindustrie. Alle Produkte sind mittlerweile mit Kollagen versehen, da es eben gut ist für Gewebereparatur, Haut, Haare, eine schöne strahlende Ausstrahlung. Und ich mische das jetzt einfach hier dazu und habe dadurch meine Mahlzeit mit ein bisschen mehr Eiweiß versehen. Also probiert es aus. Bis bald. Bleibt im Flow.